So sehen Männer danach aus, wenn sie mit mir twerken. Gott, wenn du nach einem Twerken schon so aussiehst, wie würdest du nach einem Ficken mit mir aussehen? Dort, da wäre doch. Alex, lebst du noch? Ich ruh dich mal aus. Jetzt siehst du also, ich verdiene mein Geld mit richtig anstrengender Arbeit. I work hard for the money. Bist du fertig, Bitch? Muss mich eigentlich vorstellen. Kannst du machen. Mit was twerkt man? Es ist nicht der Arsch. Welche Körperteile? Nein. Guck mal, mit was twerkt? Nee, Fersen. Getwerkt, alles was mit dem Arsch zu tun hat, macht man immer mit den Fersen. Ja, hä? Fersen, guck. Okay. Der Arsch muss da wackeln. Ja, der wackelt aber nur, wenn du deine Fersen bewegst. Was sagst du zu deinem Schützling? Na, erstmal finde ich es mutig, dass er sich überhaupt drauf einlässt als Mann, ja. Das zeigt natürlich auch, dass Männer ein Becken haben, was man bewegen kann, was in seinem Fall allerdings sehr steif ist, ja. So, im Gegensatz zum Schwanz. Das beschwert dich nicht, ja. Dass ich steif. Die kennen wahrscheinlich auch nichts besseres. Bärtsch. So, was ist besseres geht? Bärtsch! Nicht nur du spürst meinen Namen. Die Kamera spürt meinen Namen. Guck. Jetzt mit Musik. Ist nur mit ihm los, ey.
Was ist das für ein verkehrter Mensch? Weißt du, was wir jetzt mal machen und was wir aufnehmen? Jetzt mal langsam Twerk. Are you ready, bitch? Was für ein Hund. Meine Meme. Olli, rette mich. Nee, dich kann man nicht mehr retten. Du bist einfach Fame-Guy, du willst einfach deinen YouTube-Channel pushen, da musst du jetzt dort. Ja. Da muss man auch mal überall rein. Da muss man auch mal überall reinstecken. Erstmal muss ich von dir wissen, welche Note ich von 1 bis 2 von dir bekomme. Für das allererste Mal kriegst du auf alle Fälle eine 3. So schlecht war das jetzt von 1 bis 2. Das gibt's bei dir nicht. Oh. Wäre nicht so schlimm, wenn ihr mich dafür abonniert, was ich hier für eine Scheiße für euch mache. Ich würde sagen, der Punkt auf der Bucketlist, lerne twerken, kann erfolgreich abgehakt werden. Semi-erfolgreich abgehakt werden. Schäme mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich schäme mich dafür, was ich für dich gemacht habe. Warum? Weil ich mich jetzt nicht mehr wie ein Mann fühle. So, BeerBro TV müsst ihr euch angucken, seid ihr ja jetzt, wenn ihr es seht, ne? Das ist logischerweise. Ich meine Wenigkeit, Alexander Patzer, geht ihr bitte auf patzerpower.com, Patzer wieder Fehler. Und dann könnt ihr mit mir twerken lernen. Ich mache Twerk-Kurse, jeden Freitag 20 Uhr in Leipzig. Ja. Alles auf der Seite finden. Oder auf Facebook Alexander Patzer. Oder. Alles, was mit Alexander Patzer, Bootylicious intensiv und twerken in Leipzig zu tun hat. So sehen Männer danach aus. Wenn sie mit mir twerken, Gott, wenn du dann twerkisch und so aussiehst, wie würdest du dann ficken mit mir aussehen? Dort, da wäre dort.